In der letzten Folge von Holy Magic Sentry haben wir Fargo besiegt, den Feuerrubin erhalten und haben letztendlich nach einer langen Reise die letzte Stadt in Keltland erreicht, Brannoch. Es ist nicht mehr weit. Moinsen, mein Name ist Meg Taruka und das ist Let's Play Holy Magic Sentry. Wir sind in Brannoch, der letzten Stadt, die es in diesem Spiel zu erkunden gibt. Wir haben bereits mit Shannon gesprochen, die hat uns so Dinge gesagt wie einen Schatten fiel. Eine Katze ging mir auf den Geist. Würdest du jetzt bitte aufhören rumzumauzen und von meinen Füßen weggehen? Ja, lauf. Bitte. Hier gibt's nichts zu sehen. Ein Schatten fiel auf die Stadt. König Baegis bringt allen nur Jammer und Pein. Er nahm viele gefangen, die sich gegen ihn erhoben. Möglicherweise ist sogar dein Vater darunter. Wenn er des Königs Macht herausfordert. Ja, das hörten wir bereits. Gibt's hier oben irgendwas? Waren wir hier schon? Haben wir uns das wirklich genau angeguckt? Ob wir hier in jedem Raum irgendwas gefunden haben? Ich kann mich nämlich gerade nicht dran erinnern. Ist wieder ein paar Tage her. Weihnachten ist offiziell vorbei. Ich mach das Spiel jetzt bis Silvester fertig. Also, ich mach das voll fertig, das Spiel. Oh mein Gott. Das sind ja nur ein paar Tage, die ich jetzt noch habe. Und dann Neujahr gibt's da mal was Neues, was Kürzeres. Wo ich auch sehr froh drüber bin, weil ich habe es ja, glaube ich, beim letzten Mal schon angemerkt. Langsam, aber sicher geht mir hier die Puste aus, weil... Ach ja, doch, ich war hier schon. An den Typen kann ich mich tatsächlich erinnern. Der sah so dämlich aus mit seinem Hut oder was er da auf dem Kopf hatte. Hatte der einen Hut auf dem Kopf? Ich wollte gerade einen Kopf auf dem Hut sagen. Ja, das passiert selten. Das wäre so ein Halloween-Kostüm oder so. Ja, ist ja auch egal. Gut, wir gehen jetzt in diese Richtung. Wir haben nämlich zuletzt erfahren, daran kann ich mich gut erinnern, dass wir... Ich weiß es eigentlich nur noch, weil ich das schon tausendmal gespielt habe und daher weiß ich das eher so. Dass wir ins Schloss kommen, und zwar, wenn wir den Hintereingang nehmen. Schauen wir noch einmal über die Stadt. Ist nicht so viel los hier, ist auch sehr düster und traurig irgendwie. Ich finde die Stadt einfach so hässlich. Ich weiß nicht. Vielleicht war da mal mehr von übrig, aber ja, es ist eher ein trauriger Anblick. Wenn wir uns jetzt umsehen, da vorne am Ende des Weges, wenn hier jetzt nicht eine Tür im Weg wäre, könnte man es sehen. Das Schloss. Das ist verdammt imposant, würde ich sagen. Aber ja, das ist der letzte Anblick von außen, den wir irgendwo sehen, würde ich mal behaupten. Und jetzt haben wir da irgendwelche komischen Schattenflügel und wieder irgendwelche Fische. Wir bekämpfen weiterhin unsere Gegner mit Zauberschranke. Oh, wir benutzen Wasserattacken, das ist ja schön. Ein Flügelfisch. Ist der wirklich Flügelfisch? Und dann bewerfen wir sie wieder mit Steinen, weil das funktioniert halt am besten. Also, ihr merkt schon dieses Muster. Langsam wird es echt lahm. Weil... Ich muss ja zugeben, ich habe ja Fargo mal wieder anders bekämpft, als die meisten Leute es tun würden. Ach, diese Katze, ne, geht gar nicht. Hat sie gerade eine Tüte umgeworfen, die in der Ecke steht. So eine Plastiktüte. Plastik? Das ist keine Plastik, das ist so eine Papiertüte. Die machen viel mehr Krach, finde ich, wenn man die umwirft. Aber Katzen interessieren sich ja sowieso für alles, was Tüten oder was tütenförmig ist. Ja, irgendwelche Behälter oder so, da gehen die ja sowieso gerne dran. Pani? Nein! Och, bitte. Tu mir den Gefallen und bleib vom Mikrofon weg. Das macht immer so viel Krach. Nein, wirklich, wenn ich hier so dran stoße, macht das so... ungünstig. Das Ding ist halt scheiße empfindlich. Jetzt geht die zu dem nächsten Ding, was Krach macht. Ich fasse es nicht. Okay. Wir bekämpfen einfach weiter Gegner und hoffen, dass die Katze nicht allzu viel Unsinn macht. Ich glaube, bei denen müsste ich noch nicht. Bei den Weißen müsste ich tatsächlich noch nicht mal Zauberschranke benutzen. Die kriege ich wahrscheinlich so kaputt. Weil so viel Schaden machen die ja nicht. Wobei, wenn mich alle drei von diesen Dingern treffen, dann geht das wohl mit dem Schaden echt klar. Und dann machen die wohl genug. So, einen Angriff habe ich noch. Und dann sind die hoffentlich beide putt. Na, nur einer. Okay. Aber das ist okay. Der trifft mich nur einmal. Das sind 13 Schaden. Das ist ungefähr so viel, wie der erste Boss mit seinem schwächeren Angriff gemacht hat. Ja, das geht. Ich erinnere mich auch daran, dass er mal 13 und mal 15 Schaden gemacht hat. Über die 15 habe ich mich gewundert. Weil das war tatsächlich relativ viel für diesen Angriff. Immerhin hatten wir nur 60 HP oder so. Ja, das waren Zeiten. Könnt ihr euch noch erinnern?
Das ist lange her. Mittlerweile. Ich weiß nicht, wie lange sitze ich jetzt an dem Spiel? Monat. Länger. Zwei. Vielleicht sogar noch länger. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall schon eine ganze Weile, dass ich hier dran sitze. Ich meine, 30 Parts ungefähr wird das werden. Würde ich jetzt mal behaupten. Das ist noch nicht der 30. Natürlich nicht. Das hier dürfte der 23. sein. Ich habe, glaube ich, 22 aufgenommen. Bisher. Ja. So, wir gehen jetzt einmal hier rum. Da ist eigentlich eine Tür, wo wir rein müssten. Das wäre dann der nette Hintereingang. Wir können hier noch einmal so... Aber man sieht da nicht viel. Da ist nur die Tür. Das ist eigentlich sehr traurig, dass man da so eine Aussichtsplattform hat. Aber man sieht da eigentlich gar nichts. Das finde ich ein bisschen schade. Hätte man schöner machen können. Hinter uns ist uns eine Menge Wasser. Zumindest sieht es aus, als sollte es Wasser sein. So, hier haben wir noch einen Geist. Den nehmen wir mit. So. Gehen wir weiter auf Wind, weil mich Wind gerade extrem interessiert. Ich könnte weiter auf Erde gehen, einfach weil der Angriff stärker sein könnte. Ich könnte noch ein bisschen meine Erdenpower erhöhen. So als Erdling wäre es natürlich sinnvoll, wenn ich meine Erdenpower erhöhe. Meine Namek-Power. Nein, ich bin kein Dragon Ball-Charakter. Das ist sehr, sehr schade. Ich würde gerne fliegen können. Ich kann mich da an so eine Dragon Ball-Folge erinnern, so Dragon Ball Z, wo Son Gohan, ich wollte gerade Konnen sagen, ich bin viel zu sehr im Fieber, ey. Wo halt Son Gohan Videl Fliegen beibringt, die ja eigentlich nur ein normaler Mensch ist oder so. Und der erzählt da irgend so einen Schwachsinn. Ich bin mir nicht ganz sicher, was dieses Wort war, was er benutzt hat. Irgendwas völlig Bescheuertes, so ein komisches Fantasiewort. Irgendwie Flummidum oder so. Und das war dann so eine quasi die Quelle der Kraft, die in einem steckt oder so. Das ist völlig bescheuert. Das konnte man dann wie so eine Kugel halten und so materialisieren, sag ich mal. Keine Ahnung, das ist lange her. Vielleicht bilde ich mir das auch ein, dass es so war, aber es war auf jeden Fall dumm. Ich habe das so in meiner Erinnerung und es ist einfach furchtbar dämlich. Ich meine, meine Geschichte, die ich irgendwie ja in meinem Kopf habe, ist natürlich auch nicht sinnvoll. Aber ich finde ein paar Sachen vielleicht ganz cool, die ich mir überlegt habe für meine Geschichte. Ja, manchmal ist Autor sein interessant. Ich meine, ich schreibe nicht wirklich. Ich kann ein bisschen schreiben. Ich habe so ein bisschen so ein bisschen Begabung dafür, Texte interessant klingen zu lassen. Aber Vitus ist da einfach besser mit. So, ich musste gerade mal eben schneiden, meine Nase hat wieder Stress gemacht. Es ist etwas furchtbar, wenn man so oft krank ist wie ich. Ich meine, es könnte daran liegen, dass es draußen kalt ist und ich quasi seit 4 Tagen oder so nur im nötigsten Fall wirklich eine Hose anziehe. Ich laufe die ganze Zeit in Boxershorts rum, einfach weil ich nicht rausgehen muss. Weihnachten in Unterhose, das ist eine coole Idee. Habe ich tatsächlich gemacht. Bis auf Heiligabend, wo ich kurz einmal bei meinen Eltern drüben war, um die Geschenke vorbeizubringen. Ich hatte nichts Großes für meine Eltern tatsächlich, aber ich mag meine Eltern auch gar nicht so sehr. Das mag für andere Leute unvorstellbar sein, aber naja. Sie waren auf jeden Fall froh, dass ich da war. Das mögen sie am liebsten und das mag ich am wenigsten. Das ist die Sache dabei. Es ist halt wirklich schlimm, meine Mutter dann einmal so, ja, es kommt immer so rüber, als wärst du sauer auf uns. Ja, tut mir leid, du wolltest mich auf die Straße setzen. Mich, Vitus, der völlig unschuldig war und schutzsuchend, weil, ach, das ist so absurd. Ich weiß nicht, wie man auf solche Gedanken kommen kann. Ja, wenn du deine Prüfung nicht schaffst, dann fliegst du raus. Also nicht du, ihr beide. War da nicht irgendwie sowas wie Vitus geht noch zur Schule und ich habe meine Prüfung nicht geschafft und deshalb habe ich keine abgeschlossene Berufsausbildung und deswegen würde ich gar kein Geld kriegen und könnte mich überhaupt nicht ernähren, geschweige denn uns beide, bist du eigentlich völlig Banane? Meine Mutter. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Die Frau ist einfach so bescheuert.
Also manchmal hat die wirklich zu tief ins Glas geguckt. Also, boah, nein, in die Flasche. Die hat einfach die ganze Flasche ausgesoffen. Weil die ist halt auch so eine Spritäule. Ich wollte eigentlich neulich was zu trinken zu Weihnachten kaufen, weil die trinkt halt echt gerne. Hin und wieder mal ein Gläschen oder dann auch mal irgendwann eine Flasche auf einer Feier oder so. Keine Ahnung, die trinkt halt doch gerne. Das ist eine Spritäule. Keine Ahnung. Meine Mutter ist eine Spritäule. Jo. Und dann wollte ich dir eigentlich was zu saufen kaufen. Ja, das reimt sich. Verdammt, über so einen schlechten Reim bin ich jetzt voll aus dem Konzept. Nee, ich wollte dann irgendein Zeug kaufen. Ich habe vergessen, wie das heißt. Ich habe dann meinen Vater angerufen. Das war sehr lustig für ein Geschenk für meinen Vater. Ich wollte ein paar Süßigkeiten dazu kaufen. Ich hatte ein Buch, ein lustiges Buch. Und, weil mein Vater mag sowas. Und dann habe ich... Und ein bisschen skurril. Das war so ein Fragenbuch von, wer weiß denn sowas? Da sind ja immer sehr skurrile oder lustige Fragen drin. Und mein Vater interessiert sich für so ein Zeugs. Für irgendwelche skurrilen Fakten, lustige Dinge. Und dann habe ich dir was gekauft, wollte noch ein paar Süßigkeiten dazu haben. Und dann rufe ich meine Mutter an. Was isst der eigentlich gerne? Weil der darf ja eigentlich gar nichts Süßes essen, weil er Diabetes und so ein Zeugs. Der muss halt öfter mal zum Arzt. Und wenn der Arzt sagt, ey, dein Blutzucker ist viel zu hoch, dann kriegt er wieder Ärger. Und ja. Der darf daher eigentlich gar nichts Süßes essen, so unbedingt. Also muss sich sehr zurückhalten. Jetzt zu den Feiertagen ist es wahrscheinlich eine kleine Ausnahme, dass er mal ein bisschen was essen darf. Wär schon echt fies, wenn er gar nichts essen dürfte. Und ja, muss er halt nur selber wissen, ne? Ist halt nicht so gesund für ihn. Ich werfe da jetzt einen Stein drauf, so. Nur leider nicht so stark. Irgendwie ist Lawine echt OP. Ich verstehe bei Lawine tatsächlich nicht, warum die den Angriff stärker gemacht haben. Oh, daneben. Stärker gemacht haben als die anderen. Weil der Angriff ja so oft treffen kann. Ich meine, das ist klar, der Angriff kann daneben gehen, wunderbar. Aber das kann natürlich bei anderen One-Hit-Angriffen auch passieren. Die können genauso verfehlen einfach. Irgendwie habe ich gerade nicht so viel Glück. Ich sehe auch nicht so viel. Oh, ich bin schon wieder im Normalzustand. Schon wieder keine Zauberschranke mehr. Ich würde jetzt gerne mal das Bild sehen. Darf ich? Ich habe schon wieder Zauberschranke benutzt. Ich bin ein Idiot. Ich habe glücklicherweise genug MP. So, da sind sie jetzt hoffentlich beide weg. Nein, einer lebt noch. Na, ist aber okay. So, den haue ich jetzt noch um. Ich habe ja noch... Bonk. Zack. Ja, auf jeden Fall habe ich meine Mutter angerufen wegen den Süßigkeiten und habe dem dann was gekauft. Ein paar Minuten später rufe ich meinen Vater an. Einfach nur, um zu fragen, was meine Mutter denn immer so getrunken hat. Er ist nicht drauf gekommen, ich bin nicht drauf gekommen. Irgendwann, als ich dann Silvester da... Silvester? das kommt noch. Ich bin schon wieder ein bisschen weiter. Ich freue mich auf Silvester, aber das ist... Nicht der Punkt. Als ich dann Heiligabend drüben war, war das dann so... Och, schon wieder daneben, was ist das denn? Dann ist es ihm wieder eingefallen und ja, man hat sich trotzdem über die Geschenke gefreut. Und hauptsächlich... Wie konnte ich drei Gegner mit so einer Attacke verfehlen? Ey, die sind riesengroß. Doppelt so groß wie ich und ich habe die nicht getroffen. Was ist das denn? Boah, einer. Oh, das war ja gut. Das tat weh. Ich habe keine Zauberschranke, warum nicht? Ach ja, die ist ja daneben gegangen. Ich bin ja ein Idiot. Ach ja, ich hab's vergessen. Ich habe vergessen, dass ich dämlich bin. So, hause um. Bitte. Ja, dass der eine nicht getroffen wird, wundert mich ja gar nicht, aber... Vielleicht sollte ich mich ein bisschen weiter von ihnen entfernen. Nen. Der Denne. Don't drop that Denne. Oh Gott, dieses Lied. Könnt ihr jetzt mal bitte alle sterben? Das sagt man auch immer so. Jetzt krieg ich wieder einen Deckel. Natürlich. Nö, Zauberschranke. Das passt noch. Nein! Das passt nicht. Okay, ich habe jetzt ein Problem. Mein Problem ist nämlich gerade, dass ich nicht weiß, in welche Richtung ich gehen muss. Entschuldigung.
Entschuldigung, ich musste gerade noch mal eben schneiden. Das war mitten in der Bewegung, aber ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Ich bin auf dem gleichen Stand wie eben. Ich habe noch nichts gemacht. Ich bin nur den Schritt zu Ende gelaufen und habe mich irgendwie so hingestellt. Ja. Gut. Nase, ich hasse es. So, wie mache ich das jetzt? Ich bin irgendwie verkehrt gelaufen oder so. Ich bin mir sicher, der Weg ging eigentlich immer nach oben. Also, ich habe nämlich echt vergessen, in welche Richtung ich gelaufen bin. Aber es dürfte immer nach oben gehen in dieser Richtung. Also hier Lung. Hier Lung. Lung! Geh hier hoch, mein Jung. Du bist ja noch jung. Jetzt habe ich gerade mein Jung und Jung gesagt. Ja, das war klug. Ich weiß, wie man Sätze bildet. Und nicht immer das gleiche Wort benutzt, wenn man reimt. Natürlich. Ich bin der Experte beim Reimen. Ich sag immer und überall, wenn ich reime, vernünftige Wörter und nicht irgendwie zweimal das gleiche hintereinander und das ist dann ein Reim, weil das ist bescheuert. Was ist denn das gewesen, bitte? Habt ihr das gehört? Nur allein vom Sound. Man hat ja immer nur ein so ein Ding gesehen, so ein Miss. Oh, was ist denn los? Ich dachte, die anderen von der Sorte hätten so viel Ausweichchance. Nicht die hier. Was ist denn ab mit euch? Boah, da kriegst du ja die Krise. Oh, jetzt sterbe ich. Ne, das ist scheiße. So, jetzt muss ich gleich ein Item benutzen. Das finde ich nicht gut. Na gut, so geht's ja noch. Jetzt macht er nämlich den da und dann kann ich weglaufen. Haha! Ja, okay, ich bin auf jeden Fall richtig. An diese Vierer-Treppen erinnere ich mich. Die, oder fünf, das ist glaube ich so. Ne, es sind vier. Ach, ist ja auch egal, wie viele Scheiß-Treppen das sind. Hauptsache, ich komme am Ziel an. Und irgendwie macht mir das gerade ein bisschen Panik, dass die normalen Gegner mich umnieten. Weil der nächste Boss wird, der wird hart. Ich erinnere mich sehr gut an ihn und er dürfte nach dieser Kurve da kommen. Ja, ich bin bereit. Der steht da zwar noch nicht direkt, da kommt erst eine Tür. Und ich muss mich da erst wieder heilen ein bisschen. So MP-mäßig. Na komm. Ich will nur wissen, ob da eine Tür ist. So eine schön auffällige. Nein, erst kommt noch eine Kurve. Gut, bin ich zufrieden mit. Dann kam das nach der Scheißtreppe. Ja, hier ist gleich irgendwo eine Tür, eine sehr auffällige Tür. Dann noch eine Kurve. Okay, dann ist es um diese Ecke. Komm schon, komm schon. Meine Herren, gegen dich kämpfe ich nicht. Du bist doof. Ich mag keinen roten Ritter. Ich mag nur den schwarzen Ritter. Der ist voll klasse. Da ist die Tür. Da ist die sehr, sehr auffällige goldene Tür. So, hier darf ich jetzt wieder so ein bisschen im Kreis laufen. Das hilft. Immer im Kreis laufen. Direkt da, wo der Bildwechsel ist. Das macht man so. Ja. Ja, jetzt dürfte ich doch langsam voll sein, oder? Na, immer noch nicht. Ich habe viel zu viele MP mittlerweile. Viel zu viel. Sind mir gerade ausgegangen. Da merkt man mal, wie viele MP ich hatte. So, jetzt reicht's aber. Jetzt reicht's mir, verdammte Scheiße. Gut. Gehen wir doch mal rein und schauen uns mal um. Was haben wir denn da? Ich könnte den Part beenden und dann werden wir es noch nicht herausfinden. Ah, ich bin so ein Arschloch, ich mach das. Haben wir einen Part mehr, ist irgendwie fies, oder? Natürlich wird der Bosskampf noch in den... Ach, weißt du was? Hallo! Guilty! Wie wir schon festgestellt haben, schuldig, ne? Nicht irgendwie schuldig oder so. Ah, ich mochte das Gegnerdesign immer sehr. Das ist ein verdammt heftig aussehender Gegner. Er hat so richtig mega fette Pranken, der boxt sich damit um oder so. Ja. Wie auch immer, hallo. Was für eine Stimme gebe ich dir denn? Nee, so eine bestimmt nicht. Was mache ich denn jetzt? Ich habe dich bloß zum Experimentieren gebraucht. Nun gib mir all die magischen Kräfte, deren du dich ermächtigt hast. Na. Ich hätte mir auch so eine Stimme geben können wie... Ich habe dich nur zum Experimentieren gebraucht. Nun gib mir all die magischen Kräfte, deren du dich ermächtigt hast. Na, das ist alles nicht so gut. Wie auch immer. Wir kämpfen jetzt gegen Guilty. Na, habt ihr schon Spaß? Ich habe hier eine Katze. Miau. Ja, kann ich auch. Sei ruhig. Miss. Und das sind immer die schönsten
Dinge, die passieren. Miss. Jetzt kommen nicht zu mir. Na. Okay, ich hatte schon Angst. 34, das geht. Ich sollte zur Sicherheit mal Zauberschranke benutzen. Der macht nämlich schon wieder daneben. Schon wieder daneben. Er boxt mich. 64. Fuck. Der ist so stark. Ich hasse den. Oh Mann, das wird richtig übel. Vor allem ist der einfach so zu mir hingelatscht gekommen. Ich habe bei dem Kampf immer das Gefühl, ich bin zu schwach. Einfach weil der boxt so derbe zu. Ich habe schon wieder nicht getroffen. Ich will doch nur seine Kackwerte haben. Tut mir leid. Ich bin ein bisschen wütend. Jetzt hat's getroffen. Da haben wir Guilty mit 1800 TP. 88 irgendwas. Ich weiß nicht, ich glaube 100 Verteidigung waren es, glaube ich. Ich möchte jetzt bitte das da haben. Danke. Jetzt ist natürlich die Zauberschranke wieder weg. Gag. Nee. So, eine weitere Zauberschranke für mich. Einen weiteren Stein auf den Kopf für dich. So wird es gleich aussehen. Der Gegner wird hoffentlich gut getroffen. Ja, theoretisch wäre er gut getroffen worden. 120 Bewegung. Ja, sicher. Lawine. Ich dachte mir, wenn ich mich seitlich stelle... Oh, 120 Schaden mit zwei Treffern. Der nimmt ja gar keinen Schaden. Oh. Jetzt muss ich mich tatsächlich heilen, damit der mich nicht mit einem Schlag killt. Wenn die Zauberschranke daneben gegangen wäre, dann hätte ich ein Problem. Ja, so läuft's. Jetzt erstmal gucken, dass ich von dem wegkomme. Würdest du bitte... Ja, danke. Leider bin ich immer noch in seiner Todeszone. Der könnte mich immer noch one-hitten. Das ist sehr, sehr blöd. Bei dem ist quasi... Zauberschranke Pflicht. Das ist halt wirklich so. Der macht viel zu viel Schaden. Das ist unmenschlich. Ich glaube, wenn der Kampf vorbei ist, haben wir 30 Minuten geknackt. So, boxen wir den. Natürlich boxen wir ihn nicht. Was auch sonst. Der Angriff sieht wenigstens geil aus. Den der... Oh, das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn los mit dir? So, erstmal erneuern. Irgendwie nach drei Runden ist der eh weg, der Schild. So. Blöb 103. Das macht viel mehr Schaden. Das ist schön. Ich glaube, ich gehe in den Nahkampf. 1, 2. Er ist schon wieder weg. Muss das sein? 66. Ja, ich glaube, es hackt. Bist du bekloppt? Hör auf damit. Hör auf damit. Nehmen wir ein Geisterlicht. Nein, wir nehmen so einen scheiß Heiltrank. Nein, wir nehmen ein Brot. Wir sind nicht verschwenderisch. Heute nicht. Ich habe mir den Rücken zugekehrt. Das ist eine schlechte Idee. 65. So, wir heilen 50. Das ist eine gute Heilung, meine Güte. Yes, das war perfekt. So, wenn das öfter passieren würde, dann wäre ich glücklich. Zauberschranke. Wir machen jetzt gleich wieder den One-Hit-Killer-Move. Ja, ich bin bereit. Powerstab. Ich könnte seine Verteidigung versuchen zu senken. Das ist eine dumme Idee. Das ist eine wahnsinnig dumme Idee. Ich gehe jetzt voll auf den los. Bonk, 200. Ach, natürlich ist der Effekt wieder weg. Klar doch, was sonst? So, ey, 45 Heile ungefähr. Dann achten wir, es passt auf jeden Fall. Ich überlebe. Das überlebe. Oh, perfekt. Das überlebe ich auch. Zauberschranke. Der hat einfach zu viele HP, zu viel Verteidigung. Das ist so ein Gegner, den ist. Oh, mit dem ist echt nicht zu spaßen. Ich werde für den kein neues Thumbnail zeichnen, habe ich mir überlegt. Habe ich bei Schilf auch nicht gemacht. Das ist eh kein besonders wichtiger Gegner. Ich glaube, ich werde bei gar keinem mehr ein Thumbnail zeichnen. Ich habe genug gezeichnet für das Projekt. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust mehr. Das ist der einzige Grund. Ich habe keine Lust mehr für dieses Projekt zu zeichnen. Oh, warte mal. Drainage Magie. Ja, natürlich klappt das nicht. Warum auch? Ich brauche das ja nicht irgendwie, die MP oder so. Der kommt mir schon wieder so bedrohlich nah. Wir haben eine bessere Idee. Nee, wie war denn das? Verwirrung, da. Der trifft mich gleich sowieso wieder. Also, was soll das? So, ich box den jetzt. Und dann benutze ich gleich wieder ein Item. Das halte ich für klüger irgendwie. Oh, MP voll. Das ist einfacher als mit der scheiß Drainage-Magie irgendwie. So, ich habe hier noch so ein Brot. Ich benutze mal wieder Items. Das kommt nicht so oft vor. Ja, ich wurde getroffen.
I was hit by a car. Nee, eigentlich nicht. Er sieht irgendwie nicht aus wie ein Auto. Das erinnert mich gerade an ein Silvester-Special von Bernd das Brot. Das ist sehr lustig. Wo dann Chili das Schaf beim Bleigießen, was mittlerweile übrigens verboten ist, vielleicht weiß man das, beim Bleigießen etwas sehr, sehr Lustiges macht. Nämlich gießt sie eine Dynamitstange. Ja. Ja, was könnte denn das sein? Und dann überlegen die alle so, hier Briegel und Chili und überlegen, was es sein könnte, was Chili da gegossen hat. Und Bernd so, ich werde es euch singen. Es ist eine Dynamitstange. Du gießt wie jedes Jahr eine Dynamitstange. Das heißt, dass dir und uns, und uns allen, keine Ahnung, ich weiß nicht, glaube ich, es war, ein explosives Jahr bevorsteht, wie jedes Jahr. Meinst du? Könnte aber auch eine Straßenbahn sein. Voll geil. Wo sieht das bitte wie eine Straßenbahn aus? Das ist voll lustig. Meinst du? Könnte aber auch eine Straßenbahn sein. Boah, das ist so blöd. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, der kommt jetzt erstmal zu mir und macht mir so einen Box. Und ich boxe ihn dann zurück. Yeah. Wir sind bei 26 Minuten, meine Freunde. Ich habe den Gegner schon wieder nicht getroffen. Oh, ich habe aber noch den Effekt. Der wird mich jetzt danach treffen, das ist mir bewusst, aber... Ah, oh, worth it. Wenigstens habe ich ihn erwischt. Und solange ich ihn einmal getroffen habe, ist mir das okay. Ist mir das okay. Und jetzt bitte nochmal auf Deutsch. Ist mir das recht? Ist mir das link? Listen, hey! Nachdem ich gefühlt... Ich habe alle Runs von Kevins Dingens-LP gesehen. Dingens-LP, das ist immer das Beste. Dingens. Kennst du dieses eine Spiel, Dingens? Dingens, hier. Und so. Oh, ich habe schon wieder nicht getroffen. Jetzt ist der Effekt auch schon wieder weg. Das war überhaupt nicht worth it. Gut. Hier, Zelda Randomizer, genau. Ocarina of Time Randomizer, um genau zu sein. Ich habe auch die Wind Waker-Dinger gesehen, aber das... Ich weiß nicht, Wind Waker ist mir definitiv zu lang und ich habe das Spiel noch nie durchgespielt. Also, ich habe es ja mal angefangen, MIDI damals. Das war eine lustige Zeit. Dönerschlag! Na, ich mochte eigentlich viel mehr mein Intro. Das war ja der Vorläufer zu dem, was ich hier so mache. Ich meine, das waren irgendwie anderthalb Minuten, aber es war einfach so fantastisch. Das hätte ich gern nochmal in... dem Stil nochmal komplett neu gemacht. Oh Gott. Ich meine, waren anderthalb Minuten wirklich von diesem Intro von The Lost Episodes. Von den verloren gegangenen Episoden, weil die nicht aufgenommen wurden. Das war einfach so klasse. Bams. Ich geb dir auf den Deckel, du Arsch. So. Nochmal. Hey, mein Schild ist noch da. Das heißt, ich kann einfach zurückgehen und ihn erneuern. Das bedeutet, er wird mich jetzt boxen. Ja klar, was sonst. Aber wir haben natürlich noch die Möglichkeit, hier nochmal Powerstab zu benutzen. Der wird uns wieder boxen, oder? Ja, natürlich wird er uns wieder boxen. Rennt er uns erstmal über den Haufen? Was ist mit dir los? Keule. Nee. Ich bin froh, dass der keine Keule hat. Das hätte wehgetan. So, boxen. Jetzt haben wir vielleicht mal... eine Möglichkeit, mehr Schaden zu machen. Natürlich. Immer dann, wenn ich so eine Möglichkeit hätte, ist der Effekt beim ersten Schlag natürlich nicht eingetreten. Ich hasse es. So, 110. Schon wieder 300 Schaden insgesamt. So. Das ist mal wieder ein richtiges Nahkampf-Battle. Das passiert nicht so oft. Also die ersten Kämpfe, wie ihr euch eventuell erinnern möget, waren mehr so Fernkampfsachen und später hauen wir einfach nur noch drauf, weil da funktioniert's. Das hätte am Anfang klar auch funktioniert, aber wir hätten keine Zauberschranke gehabt. Das hätte so weh getan. So, nochmal Heilung. Dann macht er hoffentlich nochmal seinen Fernkampfangriff. Ja, wie nett. Dann machen wir das Ganze nochmal, damit wir etwas aus seiner Todeszone kommen. Dann trifft er uns einfach mal nicht, das wäre super. Ja, ich stelle schon wieder Bedingungen hier. Ach, schade. Egal, wir sind jetzt wieder aus der Todeszone raus. 73 macht er nicht. Das wäre auch echt hart. Krass.
So, dann auf ihn mit Gebrüll. Ah! Besiegt? Okay, habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Gut. Danke. Es gab noch nicht mal ein Level-Up. Ihr seid doch scheiße. gut, ich glaube, da lang geht es dann wohl zurück. Also weiter. Und das machen wir dann beim nächsten Mal. Ja, langsam ist die Folge lang genug. 30 Minuten, habe ich doch gesagt. Mein Gott, das war getimed. So, wir sehen uns beim nächsten Mal bei Let's Play Holy Magic Century und mein Arm hat geknackt. Tschüss. Soll ich jetzt den Knopf drücken? Ich muss immer so warten, bis da so ein bisschen vorbei ist, damit die Aufnahme nicht am Ende abgehackt wird. Jetzt habe ich wieder geredet. Ich bin doof. In der nächsten Folge von Holy Magic Century. Was zum... Shannon, ist das etwa mein... Wir bekämpfen den wahnsinnig gewordenen König Bagus und erhalten das Item, nach dem wir so lange gesucht haben. Aber das soll noch nicht das Ende unserer Reise sein. Die nächste Folge heißt... Ein kurzes Wiedersehen plus König Bagus.